Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute Adesh Widmer bei mir. Er hat über die Elektrosensitivität seiner Frau sich auf den Weg gemacht, nach Dingen zu forschen, die wirklich Menschen schützen können. Vor allen Dingen dieses große Schicksal, was Menschen wirklich zu ertragen haben durch die ganzen Funkstrahlenbelastungen. Da werden wir heute auch Menschen kennenlernen, auch Geschichten hören und aber auch Möglichkeiten, mit diesen Dingen besser durchs Leben zu kommen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Adesh, schön, dass du da bist. Hallo, danke, ja. Du warst ja schon mal bei mir. Du hast wirklich erzählt über deine Frau, über ihre eigene Sensibilität. Seid ihr wirklich auf die Suche nach Lösungswegen gegangen und habt dann wirklich, ja, wie das Schicksal einem das dann so zuspielt, alles eigentlich letztendlich gehabt, gell? Eine Fabrik, ein Laden, der abgeschirmt war, und so ist euch alles irgendwo auch zugeflogen. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, vor allen Dingen gerade, weil diese Menschen oft auch in der Gesellschaft gar nicht ernst genommen werden, sich teilweise auch genieren und sagen, sagt niemand, dass ich Elektrosensitivität habe, weil sonst wird man ja belächelt. Mhm. Und das war dir auch damals ein großes Anliegen, diesen Menschen einfach auf diesem Weg zu unterstützen. Jetzt, seit wann beschäftigst du dich wirklich mit diesen Dingen und was sind da so wirklich so die Schicksalsschläge, wo du sagst, puh, das ist dann schon eigentlich schlimm zu hören, dass Menschen so extrem leiden müssen? Ja, also begonnen hat es vor 7 Jahren, wo meine Frau krank war, wir 2 Jahre zum Arzt gingen und der dann uns ein Messgerät in die Hand gedrückt hat und wir feststellen mussten, dass wir viel Elektrosmog, das heißt Funkstrahlenprobleme haben zu Hause, und das haben wir dann gelöst mit einem Baldachin, mit Bekleidung für meine Frau und so weiter. Und da kam man dann auf die Idee, das ist etwas, das die Menschen benötigen, weil es gibt immer mehr eben Elektrosensible, und wir haben dann diesen Laden eröffnet und relativ schnell da kamen dann Menschen zu uns, die haben uns dann erzählt, wie schlimm es ihnen erging und dass sie keine Arbeit mehr haben, weil es gibt kaum Arbeitsplätze, die nicht bestrahlt sind. Mhm. Oder Lehrer haben ihren Job verloren, weil die Schulen mit WLAN ausgerüstet werden und so weiter und so fort. Und es hat uns auch dann sehr berührt, auch wie schlimm eigentlich das Ganze ist. Man ist sich dem gar nicht bewusst, also die Menschen sind sich nicht bewusst, vor allem diese Hersteller oder der Staat oder wer immer, wie schlimm das es ist. Gut, offiziell gibt es etwa 15% Elektrosensible in der Schweiz. Das ist eine offizielle Zahl. Mhm. So ganz unter den Tisch wischen kann es die Regierung doch nicht, weil es ist ja klar, das gibt's. Aber in Wirklichkeit würde ich meinen, sind es mehr als die Hälfte. So viele Menschen haben Probleme, können nicht mehr schlafen und haben psychische Probleme, Konzentrationsprobleme, x Sachen, Tinnitus und so weiter und so fort. Die würden es niemals dem Funk zuschreiben. Wir haben dann auch gesehen, dass die Kunden, die wollen dann Sachen haben, wo man nicht sieht, dass sie sich schützen, weil sie sich dann sonst lächerlich machen. Entweder bei den Kollegen oder in der Umwelt oder überhaupt. Und deshalb hat nirgends von unseren Sachen ein Wechsel. Ja, das ist jetzt alles, du bist jetzt komplett. Ja, ich bin komplett. Und was, wie funktioniert das? Wie wird sowas hergestellt? Oder was ist da drin, dass es wirklich abschirmt? Ja. Also es gibt verschiedene Dinge. Das Einfachste eigentlich, das Günstigste so quasi, das ist Unterwäsche. Das ist dann Baumwolle, also wir machen alles aus Biobaumwolle, alles, was wir selber herstellen, den Stoff, das machen wir aus Biobaumwolle, und das ist dann mit so Polyamidfäden mit Silber umwickelt, und das wird auf ganz bestimmte Art verstrickt und das reflektiert dann die Strahlen. Also das Prinzip von den ganzen Schutzsachen ist rein, dass es die Strahlen reflektiert. Deshalb kann man sie auch messen.
Man hat die Messung vorher und wenn man es drunter hält, dann hat es weniger. Das ist ganz klar messbar und beweisbar. Das schützt wirklich vor den Strahlen. Weil wir, klar, wo wir angefangen haben, da haben wir so etwa 3-4 Firmen gehabt, die wollten uns ihre Chips und Steine und Anhänger verkaufen. Meine Frau hat das getestet und hat überhaupt nichts gebracht. Sie hat sich extra absichtlich ausgesetzt, den Strahlen, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Du kannst es auch gern mal zeigen. Du hast ja auch ein Gerät dabei, gell? Mit dem man das, weil wir haben ja hier jetzt eine hohe Belastung durch die Funk. Geräte, die wir hier haben. Ja, genau, das ist das Messgerät, das zeigt jetzt hier ganz hohe Strahlung an, also nicht ganz super hyper, aber du könntest das noch mal so rein zeigen, also so, dass man genau und in die Kamera. Genau. Ja, das leuchtet das jetzt rot. Also jetzt haben wir eine sehr hohe Belastung. Und wenn ich das da runterhalte, dann wird es dann einiges weniger. Das ist das Hemd, was du jetzt anhast. Genau, das ist das gleiche Hemd. Mhm. Und dann wird es dann fast, wird es schon, nein, wird orange-grün. Ja. Das Verhältnis ist immer, oder bei diesem roten, das waren es 10.000 Millivolt pro Meter. Und jetzt sind es wahrscheinlich nur noch eins oder nicht mehr mal eins. Das heißt, es schützt etwa 99,9%. Es kommt nur noch etwa 0,1 bis 1% von Strahlen dadurch. Ist ja für jemand, Stoff, der wirklich massivst leidet, schon mal eine... Ja gut, für jemand, der massivst leidet, der muss dann noch mal was drüber anziehen. Zum Beispiel sowas, das ist aus Edelstahlstoff. Den machen wir nicht selber. Also das ist Swissshield-Stoff. Den machen wir nicht selber. Der wird in der Schweiz hergestellt von der Firma Swissshield. Das ist eigentlich der größte Hersteller praktisch von so Schutzstoffen. Hat verschiedene Arten, aber das ist jetzt der beste bis jetzt, den sie herstellen. Aber so ein Elektrosensibler, der trägt dann nochmal zum Beispiel, eben, das sind Edelstahlhosen, diese Weste ist aus Edelstahl, da kommt noch weniger durch als hier. Und dann hat man dann doppelte Lagen zum Teil. Und dann, also meine Frau zum Beispiel, trägt dann nochmal so einen Kupfer-Nickel-Anzug, das sieht so golden aus, da drüber nochmal, da kommt dann gar nichts mehr durch praktisch. Dann geht's. Und dann regeneriert Ihr Körper sich dann auch, dass er wieder ein bisschen mehr machen kann? Oder? Nein, leider nicht. Also sobald sie ausgesetzt ist, dann hat sie ihre Symptome, Kopfschmerzen, Übelkeit, kann sich nicht konzentrieren, Entscheidungsschwäche, das ist das Schlimmste eigentlich fast bei den Elektrosensiblen. Sie können sich dann nicht mehr orientieren, nicht mehr entscheiden. Ja, weil man kann sich das ja vorstellen, wie wenn man dauernd bestrahlt wird mit ihren, wie wenn man einen furchtbaren Lärm hätte. Ja. Da, Lärm, das hört man. Das ist der Lärm, den diese macht. Schrecklich. Mhm. Wenn wir ein Handy hätten, macht es so ähnlicher Ton, ein WLAN macht das da, ganz laut hier auch. Wenn man das hören würde, dann gäbe es keine Strahlen mehr. Das würde kein Mensch aushalten. Aber man hört es nicht. Und das ist ja der Vorteil für die Industrie. Die können machen, was sie wollen. Niemand merkt es. Wir kennen ja natürlich auch diese mediale Berichterstattung, die natürlich auch so ein bisschen der Gesellschaft sagen will, dass das alles gar nicht, dass es das nicht gibt und dass es alles übertrieben ist und ja, so. Ja, genau. Und dann kennen wir ja auch, wie man durch Medien hinbekommt, dass Menschen belächelt werden. Ja. Das war ja auch in vielen anderen Bereichen jetzt die letzten Jahre so. Also es ist schon auch spannend zu sehen, wie wenn man nicht möchte, dass was thematisiert wird, dann wird es einfach in irgendeine Schublade gesteckt. Idiot oder bla bla bla, Und genau. Dann ist es vom Tisch. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn die Menschen mal verstehen, dass jetzt auch so unruhiger Schlaf, permanent aufwachen, vielleicht auch Herzrhythmusstörungen, vielleicht auch Übergewicht, weil das stresst natürlich auch die Nebennieren und das ganze Thema. Ja. Wenn man dann mal wirklich sagen würde, wie fühlt sich es denn an, mal Elektrosmog befreit zu schlafen oder funkfrei zu schlafen. Hatten wir auch schon mal in einer anderen Sendung drüber gesprochen, wo ich auch mal in meinem Umbau im Haus dann in meinem eigenen Keller schlafen musste für eine kurze Zeit, bis alles umgebaut wurde. Und dann wirklich zu erkennen, ich schlafe so gut in dem Keller. Aber ich hatte natürlich auch keinen Empfang. Da kannst du nicht noch abends so ein bisschen im Handy rumdatteln. Ja, 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 nein, ja das klar, geht dann nicht. Das geht nicht. Also es war dann schon auch spannend zu sehen,
dass auch für jemand, der meint, er hat jetzt nicht großen Thema damit, doch einen extrem positiven Effekt dann hat. Ja, ja. Ja. Und ich, wenn ich schnell noch erwähnen darf, vielfach wird das ja auch gesagt, es sei Einbildung. Oder dass, ja, wenn da Strahlen rum sind, dann werden sie krank. Mhm. Aber das ist eigentlich der größte Blödsinn, weil wir haben ja gar nicht gewusst, 2 Jahre lang, dass wir 100 Meter von einem unterdessen jetzt 5G-Turm wohnen, hatten keine Ahnung. Und ich habe selber, ich bin ja nicht elektrosensibel, zum Glück, sonst, ich gehe ja einkaufen, ich mache alles, was man gegen draußen machen muss für uns zu Hause. Mhm. Aber ich meditiere ja regelmäßig, jeden Morgen. Und ich habe da so einen Schrein mit dem Bild von meinem Meister und da meditiere ich jeden Morgen so gegen eine Stunde. Und ich hatte dann, wo wir angefangen hatten, hatten wir so verschiedene Baldachine und so Stoffe zum Ausprobieren und einer war viel zu klein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, weshalb soll ich mich auch aussetzen, obwohl ich es ja nicht unbedingt merke. Ich nehme jetzt so ein Ausschussbaldachin und schütze mich jetzt in meiner Meditation. Mhm. Gut, dann habe ich das 3-4 Wochen gemacht, so, aber das Ding war zu klein. Dann, wenn ich dran gestoßen bin, ist mir alles zusammengestürzt und habe, ja, vergiss es. Jetzt meditiere ich ohne das Ding. Gut. Nach 3 Wochen hatte ich Augenschmerzen, ganz starke Augenschmerzen. Mhm. Tagsüber, nicht bei der Meditation, sondern tagsüber. Mhm. Dann, ich wusste nicht, ging zum Augenarzt, der hat nichts gefunden. Dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt da los? Das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, was habe ich geändert? Mhm. Und dann bin ich drauf, ich habe keinen Baldachin mehr bei der Meditation. Da habe ich mir dann einen richtigen aufgebaut. Nach einem Tag war es weg. Keine Augenschmerzen mehr. Und das hast du auch fürs Bett entwickelt, dass man sagt, man schläft unter so einem... Genau. Also entwickelt, wir haben das ja nicht selber entwickelt. Das gibt's ja schon, hat's schon lange gegeben. Oh, oder ihr tragt einfach alles auch zusammen, was für die Menschen wichtig sein könnte. Ja, genau. Mhm. Klar, die Kleider, die lassen wir alle, das ist unser Design so quasi, oder? Das machen wir selber, ist nicht einfach, weil die Mengen so klein sind und die Menschen haben so viele Anforderungen, Farbe, Größe und es ist definitiv nicht einfach. Mhm. Aber ja, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Alles ist teuer, das geht wahnsinnig ins Geld und die Leute geben Tausende von Franken aus, damit sie sich schützen, oder? Das ist ja, das ist ja auch mal ein Beweis dafür, dass es real ist und Realität ist. Mhm. Wer würde schon so viel Geld ausgeben nur für eine Macke? Also ich glaube nicht. Mhm. Ja, ja. Ja, ich frage mich auch immer irgendwo, wo soll das noch hingehen, weißt du? Also die ersten Reaktionen waren ja dann bei 4G. Bei den Menschen schon wahrscheinlich aufgetaucht, wo dann schon mal so der erste Peak kam. 5G, glaube ich, kam jetzt nochmal. Ja, klar, ja. Definitiv. Ja, ja. Dann wurden natürlich in den letzten Jahren die Schulen alle, da hat uns auch keiner gefragt, gell? Ja. Also die Eltern oder die Lehrer, da wird einfach, war schon auch noch interessant zu sehen. Also eigentlich weiß man das Problem schon seit dem Krieg. Mhm. Weil die Funker, viele von denen hatten Krebs nachher. Und da wussten die Wissenschaftler, dass das ein Problem ist und so weiter. Aber das hat man einfach ignoriert. Und ich habe schon Videos gesehen von Wissenschaftlern von damals, die sind jetzt alt. Und die haben gewarnt. Die haben gewarnt. Das gibt eine Katastrophe. Es wurde alles ignoriert und da wurde einfach weitergemacht und da sind jetzt Milliarden werden da verdient. Milliarden. Ich meine, es wurden alleine über 1 Milliarde iPhones verkauft bisher. Muss man sich vorstellen, wie viel Geld das da drin ist. Das ist, ein iPhone kostet 800 Franken. Das kostet wahrscheinlich höchstens 100 Franken für die Herstellung. Höchstens. Und so weiter. Ich denke wahrscheinlich deutlich weniger, ja. Und es ist 4G, okay, es war schon bei 3G, 2G, nur das hat dann nicht die Mehrheit von den Menschen wirklich betroffen, aber erst seit das aufgeschaltet wurde. Das Schlimme, jetzt im Moment ist das ganz Schlimme, ist dieses DAB, das heißt Digital Audio Broadcast. Und da werden alle Radiosender umgerüstet auf digitale Funkausstrahlung. Das hat dann viel mehr Daten und das ist ganz fies, weil davon spricht niemand. Der Staat nicht, niemand wird informiert. Die werden alle einfach umgerüstet
Und in der Schweiz ist die Konzentration von diesen Sendern ganz hoch. Und wir haben viele Kunden von Deutschland, die kommen in die Schweiz rüber und sagen, in der Schweiz ist es viel schlimmer. Sie haben Kopfschmerzen. Sobald sie in der Schweiz sind, fühlen sie sich viel schlimmer als zu Hause. Dabei prahlen so quasi, die Schweiz prahlt so, sie hätten die weniger hohe Strahlen, die Grenzwerte seien tiefer, das ist alles nicht wahr. Und dieses DAB macht auch meiner Frau zu schaffen, ganz klar. Und wenn wir in die Ferien gehen, irgendwo hin, da hat WLANs, da hat schon Sachen, aber da fühlt sie sich immer viel besser als, sobald wir in der Schweiz sind, ist es wieder schlimmer. Mhm. Und manchmal herausgefunden, wirklich, dass sie elektrosensibel ist, das haben wir, da waren wir mal in Griechenland in den Ferien und da hat's in dem Hotelkomplex, da hat's kein WLAN gehabt, gar nichts. Und die Kollegen hatten kein Handyempfang und nichts. Mhm. Und sie hat sich wohlgefühlt, wie seit Jahren. So super gesund, alles weg. Innerhalb von einem Tag war alles weg. Die ganzen Beschwerden, das ganze Theater mit diesem Übelkeit, Herz, alles weg. Kaum war sie wieder in der Schweiz, schön war es wieder da. Hm. Also einfach ja, das Ganze ist kein Witz. Es ist wirklich Realität. Ja, und man kann es selber natürlich vielleicht auch, sind auch diese Interviews gerade wichtig, dass man den Menschen einfach mal sagt, geh doch mal irgendwo eine Woche hin, wo es wirklich kein WLAN und kein Internet hat, um zu gucken, was verändert sich in deinem Körper? Mhm. Welche Symptome verschwinden oder was verbessert sich? Da wird man sicherlich deutliche Unterschiede merken. Ja, du, das Problem ist, so einen Ort zu finden, gibt's kaum. Es gibt schon Hotels, wir haben in Vogesen, gibt's hier nur ein Hotel, das ist strahlenfrei. Wir haben auch schon gesucht, aber da ist dann das Handy draußen auf dem Garten trotzdem erlaubt. Das bringt es ja dann gar nicht und so weiter. Es ist echt schwierig. Mhm. Echt schwierig, ja, ja. Ja, also es bleibt auf jeden Fall ein interessantes Thema für die Zukunft. Mhm. Umso schöner, wenn du wirklich auch den Menschen die Möglichkeit gibst, sich einfach zu informieren. Was gibt's denn überhaupt alles? Wie kann ich mich abschirmen? Wo kann man da mal sich einfach einlesen, dass man mal so einen Überblick bekommt? Ja gut, auf unserer Webseite, da beschreiben wir alles. Das ist Wavesafe, wavesafe.ch oder .com für die EU. Da beschreiben wir alles, ja, wie man sich schützen kann und auch die Auswirkungen der Strahlen und ja, so rudimentär super. Kann man. Dann vielen Dank, viel Erfolg euch noch weiterhin, auch. Vor allen Dingen ja, was noch alles kommen wird und vielleicht noch bessere Lösungen oder effektivere. Und ja, oder vielleicht stehen mal alle auf und wehren sich mal dagegen. Das wäre auch mal interessant. Genau. Aber so lange müssen wir natürlich die Zeit überbrücken. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja. Liebe Zuschauer, ja, ein sehr interessantes Thema, was immer mehr Menschen mittlerweile betrifft. Und immer wieder schön, dass wir auch Gäste haben, die Lösungen finden oder zumindest unterstützende Maßnahmen. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.